Nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt in dieses Thema hier reinstürzen. Jo, Freunde des gemütlichen Sitzens. Ich habe ja bereits vor 2 Monaten ein Video zu der ZDF-Propaganda im Blickpunkt auf Manspreading hochgeladen. Ohne dass es irgendeine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, wird Werbung für diese beiden eher weniger intelligenten Femme-Extrem-Frauen gemacht, die Hosen rausgebracht haben, in dessen Mitte so Sachen stehen wie Give Us Space oder toxische Männlichkeit. Damit wollen sie gegen Männer vorgehen. Zu Recht, ja. Man muss auch natürlich sagen, die toxische Männlichkeit, es ist ja auch einfach so. Also die Männer sind, ich finde auch, dass die Männer schuld an allem sind und man generell nur die Männer ansprechen sollte in solchen Themen. Die in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr breitbeinig sitzen und damit anderen Leuten den Platz wegnehmen. Wie gesagt, gibt es dazu gar keine hundertprozentigen Erkenntnisse. Das heißt, es wird hier einfach irgendwas zum Problem gemacht, was nicht mal bewiesen ist, weil man weiß gar nicht, wie oft kommt das vor, warum kommt das vor und so weiter. Ja. Trotzdem wird dagegen natürlich direkt gehetzt, denn das passt sehr gut in die eigene Ideologie. Kein Plan, warum die öffentlich-rechtlichen den beiden die ganze Zeit eine Bühne geben bei dem Bildungsauftrag. Erfüllen die Öffentlich-Rechtlichen damit so circa gar nicht. Aber es wird noch schlimmer, denn der RBB hat jetzt eine neue Reportage rausgebracht und zwar Manspreading. Ey, guckt euch bitte die Bewertung an, Alter. Alter, 1% Like-Rate bei 23.000 Aufrufen zu Manspreading. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das Ding gewaltig in die Hose ging, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ding gewaltig in die Hose ging. Junge, 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 also wie krank ist das bitte? Also es ist wirklich absolut heftig. Beine breit gegen Sexismus. Und das klingt nicht nur dämlich, sondern ist es auch. Okay. Die Bewertung spricht dir halt wirklich schon Bände. 38 Likes zu 2000. Junge, es hat mittlerweile 1600. Das ist hier halt wirklich schon Bände. 38 Likes zu 2600 Dislikes. Vor allem jetzt mittlerweile 89 Likes zu 10.000 Dislikes. Junge, das ist ja absolut krank. Alter, 200 Likes zu 33.000 Dislikes. Jeder Dritte hat das Video einfach gedisliked. Also das ist wirklich unfassbar krass. Hier vor 4 Stunden. Warte, hier wurde noch ein Kommentar geschrieben. Der Beitrag Manspreading wurde im Rahmen unseres TV-Kulturmagazins als Debattenbeitrag zum Weltfrauentag produziert. Er berichtet deshalb über Frauen und ihre Anliegen. Es handelt sich hierbei um 2 Künstlerinnen, die mit ihrem Projekt auf eine von manchen Männern die Öffentlichkeit gewählte Sitzhaltung hinweisen, die von manchen Frauen und Männern als raumgreifend und unangenehm empfunden wird. Dieses Phänomen begegnet vielen Menschen im urbanen öffentlichen Raum. So vielen, dass es eine eigene Bezeichnung dafür gibt. In dem Beitrag geht es nicht darum, Männer zu diskreditieren. Es ist deutlich geworden, wie sehr dieser Beitrag polarisiert. Das nehmen wir vor allem als Zeichen, wie wichtig es bleibt, sich über das gesellschaftliche Miteinander auszutauschen, auf Augenhöhe und dabei fair und interessiert an der Meinung der anderen. Okay, also sie haben jetzt damit eigentlich gar nichts zum Ausdruck gebracht. Also es ist halt wirklich, krass, wie negativ das Video. Also das ist ja selbst, also ich meine, ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht und das war ja schon relativ negativ, aber es ist ja selbst jetzt, nachdem viele darüber berichtet haben, ja noch viel beschissener geworden. Das hat sich ja gar nichts gebessert. Also ich glaube, nicht mal ein Dekadent hat sich dazu geäußert, oder? Dislikes. Also anscheinend haben 38 Leute an der Doku mitgearbeitet. Aber ich weiß schon, wie sie die Dislikes verteidigen werden. Sagen wir mal, ich habe so 50 Leute wirklich... Okay, das ist geil. ...handelt auf der Bühne. Und jeder Mensch, jeder normale Mensch kennt ja auch nochmal so 50 Leute. 50 mal 50 sind 2500. Und dann nochmal mal 50 und dann kommen wir ungefähr auf den Bereich hin. Passt das mit den Dislikes? Was ich an der Reportage besonders gut finde, ja, in dem gesamten Film wird nicht ein einziges Mal ein Mann interviewt oder gefragt oder sonst irgendwas. Aber dafür haufenweise Frauen. Die Reporterin, die Femme-Extrem, so eine Buchautorin, die nichts dazu beizutragen hat und die 2 Frauen, die die Hosen bedrucken. Männer komplett Fehlanzeige. Obwohl das ja eigentlich ein Problem ist, was von Männern verursacht wird. Wäre es da nicht gut, sich auch mal die Seite der Männer anzuhören? Warum sucht man nicht Männer, die wirklich so breitbeinig da sitzen und fragt die mal, warum die das eigentlich tun? Stattdessen ist die einzige Meinung, die man in dem Video mitbekommt, die der Femme-Extrem, die natürlich... Zu Recht. Man muss natürlich auch hier nochmal sagen, völlig zu Recht hat man da nur die Frauen interviewt, weil die Frauen sich ja darüber beschweren. Genau deswegen ist es so. Sehr einseitig für ihre Ideologie stimmen, ist ja auch klar. Direkt der Anfang ist ein kompletter Reinfall. Aber Discord ist ja nice. Manspreading. So nennt sich dieses Phänomen und zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit sehr, sehr nice. Sich bloß Männer ihren Platz im Phänomen und zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Männer ihren Platz im öffentlichen Raum. Ja, also es ist halt wirklich extrem krass, ne? Also wie hier einfach, also das ist wirklich heftig. Wie hier gemanspreadet wird, weil hier unten ein Koffer ist.
mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich den Platz nehmen. Bro, also ich habe mir die Seite mal angeguckt. Auf wirklich keinem einzigen Bild wird einer Person der Platz weggenommen. Wenn die Sitze frei sind, dann kann ich diesen Platz doch nutzen, sonst macht es doch gar keiner. Wichtig ist natürlich nur, dass man den Platz auch wieder freigibt, wenn sich da tatsächlich jemand hinsetzen möchte. Vor allem zeigen sie dann dieses Bild hier. Ich habe mir das jetzt wirklich einfach mal 10 Minuten angeguckt und da ist mir eine Sache aufgefallen. Da ist ein Koffer zwischen seinen Beinen. Der kann gar nicht anders sitzen, wenn da der Koffer ist. Und den Koffer packt man so zwischen die Beine, weil er so nicht so leicht geklaut werden kann, als wenn man den neben sich hinstellt. Wow. Genauso dieses Bild hier. Man könnte jetzt denken, okay, der quetscht die Frau ja schon ein bisschen ein. Allerdings kann man am Platzende, an dem Bein und an dem Fuß erkennen, dass er nicht mal über seinen eigenen Sitz hinausragt. Zumal man übrigens hier auch denken kann, dass die beiden vielleicht ein Paar sind. Weil guck mal, der sitzt wirklich sehr, sehr nah hier dran. Oder sie sitzt nah an ihm dran, je nachdem. Kann ja auch sein, ne? Also es ist halt jetzt, du weißt ja den Zusammenhang nicht. Also selbst wenn er jetzt hier seine Beine auseinander macht, kann es ja trotzdem sein, dass sie hier zusammen sind. Er nimmt also niemanden den Platz weg. Krasses Manspreading auf jeden Fall. Am besten ist allerdings dieses Bild hier. Da wird nämlich ausgesagt, dass hier ein Platz jetzt gar nicht benutzt werden kann, weil die beiden sich da so breit machen. Ich meine mal abgesehen davon... Weil das ist ja auch eine Frau, oder? Oder ist das ja auch ein Mann? Aber das sieht doch fast aus wie eine Frau. Dass die ein bisschen fülliger sind und grundsätzlich mehr Platz brauchen. Wisst ihr, wann das Foto hochgeladen wurde? März 2020. Warte mal, da war doch irgendwas, weswegen man Abstand halten musste. Corona oder irgendwie so eine Pandemie. Also selbst wenn sie den Platz freigehalten hätten, hätte sich da gar keiner hinsetzen dürfen, weil mindestens ein Platz Abstand schon sein sollte während einer Pandemie. Also auch wieder ein klasse Beweis dafür. Die Seite will also, dass sich da extra noch einer reinquetscht, damit falls einer von denen Corona hat, dass auch danach direkt alle drei haben. Wahrscheinlich, weil dann auf jeden Fall zwei Männer betroffen sind und das tut denen wahrscheinlich gut oder so. Die Seite ist also faktisch gesehen einfach der größte Mist, wird aber von den Öffentlich-Rechtlichen einfach als der Beweis für Mainstream hingestellt. Hat sich die Seite irgendwer von euch mal angeguckt, bevor das gesendet wurde? Für mich steht das stellvertretend für stereotype Geschlechterrollen. Und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Sie sagt, dass Manspreading für sie für stereotypische Geschlechterrollen steht und was man denn dagegen tun kann. Alleine das ist halt erstmal komplett einseitig und Wissenschaft. Irgendwie erinnert mich das auch an den Kanal Mitreden. Ich weiß nicht warum, aber bei der Thematik erinnert es mich immer wieder an den Kanal Mitreden, die auch absolut loste Aussagen treffen. Wirklich mehr als kritisch. Eigentlich müsste das Ganze so sein. Du hast die Vermutung, dass Manspreading existiert und für stereotypische Geschlechterrollen steht. Um das zu belegen oder auch zu widerlegen, führst du eigentlich Studien durch. Du kannst schauen, wie oft passiert das und mit den Betroffenen darüber reden, warum sie so sitzen. Dann hast du eine Auswertung, auf deren Basis du schauen kannst, ob das existiert. Und falls es existiert, kannst du durch die Gespräche mit den Betroffenen schauen, wo man Ansätze finden könnte, wo man etwas daran ändern kann. Aber sie sucht überhaupt keine Beweise für ihre These, sondern ihre These und ihre Meinung ist das einzig Richtige. Das ist ein Fakt, obwohl sie dafür überhaupt gar keine Beweise hat. Sie will jetzt also direkt schauen, wie man das Verhalten der Männer ändern kann, obwohl dieses Problem ja nicht mal bestätigt worden ist. Das ist halt journalistisch nicht nur absolut fehlerhaft, sondern auch ziemlich gefährlich. Was macht es mit euch, wenn ihr euch diese Pose sozusagen zurückholt? Die Pose zurückgeholt? Also, möchtest du mir damit sagen, dass früher Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln immer so gesessen haben, dann haben das aber die Männer übernommen und die Frauen durften das nicht mehr und jetzt holen sich die Frau diese Pose zurück, weil anders würde diese... Ja, die Frauen, die haben damals immer die Beine breit gemacht, weil die einfach von fremden Menschen ein Kind bekommen wollten und dann haben die sich in der Bahn nackt so hingesetzt und deshalb wurden die sehr, sehr schnell bestäubt von all den Käfern, die umher und all den Hummeln und Bienen und die ganzen Tiere, die dort rumgeschwirrt sind, die haben diese Frauen bestäubt und deswegen haben die sich damals so breitbeinig hingesetzt. Ist jetzt nicht mehr der Fall, jetzt machen es die Männer, aus was für einem Grund auch immer. Und da sollten die Frauen halt jetzt irgendwo wieder ansetzen. Ja, deswegen sollten die sich auch ihr Territorium wieder zurückholen und auch wieder breitbeinig herumsitzen. Fragestellung perfekt, einfach überhaupt keinen Sinn machen. Das war früher mal Womanspreading. Jetzt geht es erstmal um toxische Maskulinität. Dazu sagt sie Folgendes. Vor allem Schwäche nicht zeigen dürfen, aber natürlich auch die Beine nicht überschlagen, weil das ist, wenn Männer das tun, wird ihnen häufig Männlichkeit aberkannt. Ja. Sie denkt halt wirklich, dass Jungs so erzogen werden, dass sie immer breitbeinig sitzen dürfen und auf gar keinen Fall mit überschlagenem Bein, weil das ja nicht männlich ist. Das ist halt so unglaublich absurd und falsch, dass das lustigerweise schon der Top-Kommentar unter meinem ersten Manspreading-Video ist. Hey, mir wurde schon als deiner Junge gesagt,
setzt sich in der Bahn immer schön breitbeinig hin, um Frauen zu diskriminieren. Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung reinschreiben. Mir wurde damals gesagt, bitte mach dich so breit wie möglich, damit die Frauen keinen Platz haben. Also das ist halt auch so, so wurde es mir auch beigebracht. Keine Ahnung, ich dachte, es ist bei jedem so. Natürlich. Also, finde ich, ne? Falsch, dass das lustigerweise schon der Top-Kommentar unter meinem ersten Manspreading-Video ist. Und das ist jetzt halt wirklich deren Argument. Hab ich schon in der Schule gelernt, Digga, ja. Das kannst du dir halt einfach nicht ausdenken. Wie muss ich mir das bitte vorstellen? Sohn, vergiss bitte nie. Sitz so breitbeinig in öffentlichen Verkehrsmitteln wie möglich, damit Frauen keinen Platz haben. Das werde ich, Papa. Das werde ich. Das muss man sich halt wirklich mal überlegen. Eigentlich wäre diese Frau jetzt in der Beweispflicht, denn auch bei Google und so weiter habe ich nichts dazu gefunden, dass Jungs in irgendeiner Art und Weise so erzogen werden. Und ich habe das bisher auch ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das halt relativ egal, ob das jetzt mit Fakten belegt werden kann oder nicht, weil ich sag mal, es ist gegen Männer und deswegen ist es auf jeden Fall richtig. Sie behaupten jetzt also, dass Manspreading... Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, wir driften schon wieder in eine Richtung, wo jetzt Dekadenz sagen würde... Jetzt macht das wieder auf die Männer. Das ist doch ein Jürgen Milski-Argument. Hör doch auf! Jürgen Milski! Bester Mann damals gewesen. Keine Ahnung, wer das sein soll, aber es ist ein Jürgen Milski-Argument. Und genau da komme ich schon wieder an. Hier werden schon wieder Dinge auf die Männer oder auf die Frauen projiziert, obwohl das gar nicht zur Thematik steht oder zur Debatte steht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und anerzogenes Verhalten ist. Ja, lustigerweise hat der RBB selber vor 2 Wochen so eine Frauenwoche gemacht gehabt und da haben sie ebenfalls schon einen Beitrag zum Thema Manspreading gemacht. Und da sagen sie komischerweise was komplett anderes. Das Manspreading ist wohl ist ein vor Urzeiten erlerntes Verhalten. Studien mit Fotos belegen, dass Frauen Männer attraktiver finden, wenn sie breitbeinig sitzen. RBB selber hat also vor 2 Wochen von einem Verhaltensbiologen den Fakt bekommen, dass das wahrscheinlich auf ein Verhalten der Affen zurückzuführen ist, womit sie imponieren wollten, indem sie quasi zeigen, wie toll ihre Geschlechtsteile sind und natürlich, dass die Frauen das im Durchschnitt sogar attraktiv finden. Die gleichen Fakten werden jetzt aber vom gleichen Sender einfach komplett ignoriert und es werden lieber ideologische Lügen dieser beiden Frauen verbreitet, die ganz andere Gründe darin sehen, die kein Wissenschaftler jemals bestätigt. Gut, die Frage ist jetzt aber, setzen sich Männer wirklich so hin, um zu zeigen, was sie da für ein Prachtstück haben, damit diese Frauen zu denen kommen? Also das kann ich mir das nicht vorstellen. Ich denke einfach, es ist einfach bequemer. Ich glaube nicht mehr, dass wir in der Zeit sind, in dem wir uns extra so hinsetzen, damit man besonders die Aufmerksamkeit der Frauen bekommt. Das glaube ich jetzt eher weniger. Nichtsdestotrotz, die haben sich trotzdem damit widersprochen. Ja. Aber gut, 2 Filmextreme werden es wahrscheinlich besser wissen als ein studierter Verhaltensbiologe, da bin ich mir sicher. Und ja, mir ist natürlich klar, dass an dem... Jo, so mache ich es, lasse bei kurzen Hosen auch immer ein Stück raushängen. Bro, Ehrenmann auf jeden Fall. Alter, stellt euch das wirklich vor, einfach kurze Hosen und er lässt einfach sein Ding, entweder links oder rechts ein Stück raushängen. Also, am besten noch draufsetzen, ja. Nice. In beiden Videos nicht die gleichen Mitarbeiter dran gesessen haben. Aber wie kann denn ein Sender 2 Wochen vorher schon mal über das gleiche Thema berichtet haben und sich dann nicht mal die Mühe machen, das irgendwie zu prüfen oder zu schauen, ob das, was da gesagt wird, auch wirklich stimmt? Ich meine, so ein Wissenschaftler sagt was ganz anderes als diese beiden Frauen. Warum wird sowas dann gesendet, wenn es offensichtlich... Weil Frauen Recht haben und Wissenschaftler, die haben nicht Recht. Wäre das eine Wissenschaftlerin, dann hätte die Recht gehabt, weil es eine Frau ist. Einfach nur ideologischer Müll ist, so der auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht. Man weiß also beim Sender quasi schon, dass die kompletten Müll labern. Warum wird ihnen trotzdem diese Bühne und Reichweite gegeben? Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Aber es wird natürlich noch besser. Wenn uns jetzt das sozusagen vorkommt, dass jemand uns gegenüber spreadet zum Beispiel, dann würden wir jetzt unsere Beine öffnen. Und meistens, also eigentlich immer, fühlt sich Person adressiert und angesprochen. Also sie merkt, wir imitieren hier gerade eine Körperhaltung und sind davon, glaube ich, erstmal auch irritiert. Aber am allermeisten trotz, ne? Also die machen die Beine dann teilweise noch weiter auf. Einmal hatten wir das auch, dass die Person sich weggesetzt hat. Das fanden wir gut. Okay, wenn sie dieses Verhalten in der Bahn wahrnehmen, dann setzen sie sich ganz provokant gegenüber, machen ihre Beine breit und dann steht dann sowas wie Give a Space. Und wundern sich dann, dass die Leute ebenfalls provokant agieren und ihre Beine auch weiter auseinander machen? Und wahrscheinlich fühlen sie sich damit auch noch komplett bestätigt. Du wirfst Männern, die so sitzen, einfach vor, dass sie aufgrund von Sexismus... Das Geile ist ja aber auch, du machst das selber,
verlangst das aber, dass es andere nicht machen. Also der macht die, also die machen die Beine breit mit der Message Give us space, versperren genau dabei Sitz oder Sitzbänke, sage ich mal, und fordern aber, dass es andere nicht machen. Alles so geil. Das ist perfekt. Ich finde es wichtig und richtig, auch das vor allem mal anzusprechen, weil man muss einfach wirklich sagen, Platzmangel, gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist halt durch die Männer gar nicht mehr vorhanden. Das finde ich sehr schade. Bei toxischer Männlichkeit ihre Beine so breit auseinander machen, obwohl du die Gründe dafür halt überhaupt nicht kennst. Du interpretierst also irgendwas Negatives in diese andere Person rein, was du dann auch noch provokant zum Ausdruck bringst. Was denkst du denn, was passiert? Dass die Person sich freut, das einfach einsieht und mit dir ein nettes Gespräch führt? Ja. Warum geht ihr nicht einfach zu dieser Person hin, setzt euch daneben und redet mit ihr, warum sie denn so breitbeinig sitzen muss? Das nennt man Kommunikation. Dann wüsstest du vielleicht auch, was für Gründe es hat, warum Männer so sitzen. Wobei, sie sagt das sogar einfach selber in dieser Reportage. Aber auch gemütlich, oder? Ich find's super gemütlich. Das ist auch so geil, ne? Als ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, zu der ganzen Thematik. Und es war auch so lustig, das sagen die selber, dass es gemütlich ist. Was ja auch der Sinn und Zweck ist, weshalb man so da sitzt, ja, weil das gemütlich ist. Man muss sich doch nicht auf Krampf seine, ich sag mal, Eier einquetschen. Ich kann immer so sitzen. Das kannst du dir. Übrigens, by the way, sitze ich genauso immer da wie dieser hier. Also ich finde, also für mich persönlich, ja, das, also ich sitze auch immer so da. Ich find's super gemütlich. Kann immer so sitzen. Das kannst du. Könnte immer so sitzen, wie geil. Dir halt wirklich nicht ausdenken. Die ganze Zeit behauptet sie, dass es ja an der Erziehung liegt und an der toxischen Männlichkeit. Und dann sitzt sie selber so und sagt, ach, das ist ja eigentlich schon saugemütlich, oder? Ja, es ist gemütlich. Aus diesem Grund sitzen die Männer tatsächlich so. Sie haben einfach mit einem Satz ihre gesamte Ideologie und ihre gesamte Meinung das Klo runtergespült. Und es ist anscheinend auch wirklich niemandem aufgefallen. Es ist für alle einfach okay. Und die Öffentlich-Rechtlichen unterstützen sowas. Bevor das ausgestrahlt wird, guckt da irgendwer nochmal drüber. Und da dachte so, ja, Mann, Digga, finde ich gut. Das war auch schon das gesamte Video. Am Ende reden sie noch mit so einer Buchautorin so 4 Minuten, aber die hat nichts dazu beizutragen. Das hat nichts mit Manspreading zu tun. Wahrscheinlich musste man einfach irgendwie die Sendezeit füllen. Dieser Beitrag ist halt wirklich einfach absolut schlecht. Und gerade von RBB bin ich einfach absolut enttäuscht. Denn man hat hier einfach wahrscheinlich absichtlich wissenschaftliche Fakten weggelassen, die man 2 Wochen vorher noch gesendet hat, damit man aus welchem Grund auch immer diesen beiden Frauen eine noch größere Bühne geben kann. Genau das gleiche hat ja auch schon ZDF und irgendein anderer öffentlich-rechtlicher Sender gemacht. Ich meine, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Beziehungsweise die wissenschaftliche Grundlage zeigt sogar, dass das halt ein angeborenes Verhalten ist und dass Frauen das sogar attraktiv finden. Das ist was komplett anderes als... Ja, Frauen finden das so attraktiv. Also Leute, findet ihr es attraktiv, wenn Männer breitbeinig da sitzen? Schon, oder? Ist schon attraktiv. Nur bei dir. Oh, Ehre. Deswegen sitze ich auch im Stream die ganze Zeit so da. Ihr wisst es eigentlich nicht, aber ich sitze im Stream. Ne, währenddessen ich hier so bin, sitze ich eigentlich die ganze Zeit so hier da. Ich weiß, warum wir normalerweise immer Dehnübungen machen. Ey, wirklich, seit 10 Jahren nichts mehr mit den Beinen gemacht, ne? Das ist Wahnsinn. Ich muss nur mal Treppen laufen, da merke ich schon, dass meine Storchbeine abkrachen. Ja, dass da einfach so ein Knacks entsteht und dann zack, ist irgendwas durchgebrochen. Schwierig, einfach 90 Grad. Weiter komme ich nicht, ja? Also 90 Grad ist echt das allergrößte Maximum.